Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen neuen Folge hier. Und zwar heute zocken wir mal das New World Adventure. Ich möchte mir dieses Spiel gern mal anschauen mit euch gemeinsam. Und zwar ist es im Stil von Summoners War, so ein bisschen. Aber wie ihr hier schon seht, geht es um unsere Helden Ruffy, Zorro, Nami, Robin und wen immer ihr da auch schon hier. Lysop haben wir hier oben. Hier bei diesem kleinen Elch, der groß werden kann, da weiß ich den Namen gar nicht mehr so richtig. Auch diesen Kollegen, der war aus späteren Folgen, die ich auch nicht kannte. Das müsste, auch die weiß ich nicht, ob ist das Robin? Das könnte auch Robin sein. Hier haben wir Zorro, da haben wir Ruffy, auch Luffy im Original, Luffy. Hier kommt mir der Name auch nicht, das ist der mit der Zigarette im Mund. Und natürlich da Nami. Wir spielen auf dem Server Red Line und segeln mal los. Da, jetzt kommt auch Musik. Die sollte von Lautstärke okay sein. Wie wir also hier sehen, können wir... Guck mal, hier gibt es einen Briefkasten. Welcome to Strong World. Du lieber Pirat, wir sind stolz, dich hier kennenzulernen, ne? Wenn du Support geben willst oder schreib eine E-Mail. Diese App hat im Moment im Play Store 50.000 Downloads. Und wie du hier oben siehst, meine Crew heißt Endless Friends. Ich bin bereits Crew Level 2, habe 0 von 25 Erfahrungspunkten im Piratenlimit 11. Meine Account-ID ist hier. Ich weiß nicht, wofür wir die genauso genau gebrauchen können. Ich werde sie einfach mal, vielleicht werde ich sie einfach mal verdecken. Ich weiß nicht, wofür ich sie brauchen kann. Ja? Namen ändern kann man alle 3 Tage. So, eine Piratentaverne, da kann man kaufen. Da kann man Cola kaufen und Bier kaufen. Pff, da bekommt man bei 10 mal einen Piraten. Ich habe ein paar Rubine, hätte ich ja. Aber wir gucken uns erstmal an, wie das Spiel spielt. Das Spiel ist also, na gut, wie Sammeln das war, kann man gar nicht so richtig sagen. Ich würde eher sagen, es hat so ein bisschen mehr von Shadow Kings oder, ich weiß es nicht. Also pass auf, wir gucken uns das einfach mal an. Wir haben hier, geht's zum Abenteuer. Ihr seht also, das Stück habe ich schon gespielt. Und da geht's jetzt hin. Wir sind hier, die Marine ist unser Gegner. Wir brauchen 6 mal Fleisch dafür. Also du siehst hier oben auch, dass wir eine gewisse Ration haben. Und 3 Marinesoldaten sind der Gegner. Und die Beute könnten sein Hawkings Karten und Piratenumhang. Was wir damit machen, zeige ich euch gleich. Hier können wir also eine Armee zusammenstellen, also eine Freundegruppe. 3 haben wir im Moment zur Auswahl und ich glaube, Zorro könnten wir irgendwo finden. So, jetzt kämpfen also unsere 3 Freunde da. Und während die sich kloppen, lädt sich da unten eine Leiste auf. Und wenn die genug Schaden gemacht haben und die Leiste voll ist, dann, zum Beispiel jetzt bei Ruffy, können wir eine Spezialattacke machen. Die Gum-Gum-Kanone zum Beispiel. Gum-Gum-Pistole! War das das? Weiß ich gar nicht genau. Jedenfalls haben wir hier noch weitere Marinesoldaten, 4 Stück. Wir haben also 2 Nah- und 2 Fernkämpfer. Lysop kann auch eine ganz coole Attacke machen. Der macht mit seinem wie nennt man das gleich nochmal, das Gerät? Ich weiß es gar nicht. Und Nami kann natürlich herzeln. Nami ist ja eine sehr reizende junge Dame. Ich finde es sehr cool dargestellt, hier wie die Figuren da aussehen. Das Intro kannst du dir selbst anschauen, also wie Ruffy an den Hut gekommen ist zum Beispiel. Wie Ruffy an den Hut gekommen ist, das kannst du im Vorgeplänkel sehen, wenn du das Spiel selbst installierst. Ja, also ich auch mit deutscher Übersetzung, nicht überall und nicht immer funktioniert die hundertprozentig. Aber im Großen und Ganzen gibt's die. Jetzt können wir drauf drücken, dann haben wir die Karten schon gefunden. Ja, was machst du da, Digga? Ey, komm. Gum-Gum-Kanone. Hauen wir den mal um. Okay, haben wir Level geschafft? Oh, da ist auch eine Schatzkarte. Achso, die haben wir bekommen. Level Up, alle haben ein Level Up und wir haben hier die Karten bekommen. Wir gucken mal weiter. Jetzt schauen wir mal Folgendes. Hier haben wir ein Spezialmenü. Und wenn ich jetzt hier, was heißt denn Sünd? Weiß ich nicht, was Sünd heißt. Wenn ich aber da auf die Crew gehe, dann sehe ich da so Plus-Symbole. Du siehst, Ruffy habe ich schon einmal aufgewertet, denn wenn ich jetzt da reingehe und in dieser hübschen Nami, die ist aber auch wirklich eine hübsche, hier etwas anlege, zum Beispiel die Karten, und da merke ich da nicht, ja? Dann ist es also so, wenn sie einmal ein komplettes Paket voll hat, dann kann ich sie einmal aufleveln. Ja, hier. Dann steigt ein Stern, glaube ich. Und bei
Lysop ist ein Stern. Bei Ruffy ist ein... Hä, wieso haben die alle einen Stern? Verstehe ich gerade nicht. Also Ruffy haben wir zumindest schon mal einmal komplett voll gemacht. Weiteres? Weiß ich jetzt gar nicht. So, gucken wir mal weiter rein. Gehen wir zurück zur Karte. Wir kämpfen uns mal da oben einfach schnell durch. Kloppen uns da mal einfach lang. Ich meine, im Moment ist es nicht so schwer. Die Marine kriegen wir ganz gut platt. Wenn du die Figuren kennst, die ich noch nicht kenne, sag mir Bescheid. Wenn du das Spiel auch spielst, sag mir doch auch mal Bescheid. Schreib's mir in die Kommentare. Wenn man irgendwelche gewissen Challenges machen kann, wenn man irgendwas Cooles machen kann, dann schreib's mir auch in die Kommentare. Ansonsten denke ich, werden wir das hier so halten, wie bei Summoners War. Wir werden einfach das öfteren mal reinschauen. Das wäre jetzt ein cooles Spiel, wo ich einfach sagen könnte, jetzt lese ich Kommentare vor. Aber im Moment sind die meisten von euch wahrscheinlich eh auf meinem kleinen Server gerade unterwegs und zocken da Minecraft. Ich habe festgestellt, es ist schwer. Es ist, in meinem Kanal ist es wirklich so, was da nicht Terraria oder Minecraft ist, ist hart zu verteidigen. Ja? Ich sehe das, habe ich schon festgestellt, da solche Videos hier, andere Spiele, Extras, sind da immer nicht so leicht zu sehen. Also das ist schwierig für mich da. Aber ist egal, weil ich habe ja gesagt immer, ich probiere einfach mal solche Spiele aus. Und das habe ich ja früher schon mal gemacht. Oh, guck mal, wie die Namen hier aussehen im Gesicht. Und das mache ich also auch heute noch. Und mit Mobile Games, da kann man doch, denke ich, ist gar nicht so verkehrt. Da hat man einen schönen Zeitvertreib. Dieses Spiel hier sieht erstmal so aus, als wäre das ein schöner Zeitvertreib für einfach mal so zwischendurch. Ich habe im Moment zum Beispiel Summoners War, ist bei mir ja auch so. Ich zocke Summoners War hin und wieder mal. So ein bisschen zwischendrin, da level ich einfach so die Figuren hoch. Da ziehe ich einfach die Figuren hoch, die ich jetzt, zum Beispiel jetzt hier, da habe ich die erste Kriegerin, ich weiß gar nicht, wie die heißt. Die habe ich das erste Mal jetzt entwickelt, zu einem von 3 auf 4 Sterne. Und habe dadurch, natürlich müssen wir von vorne anfangen, ist die Level 1 wieder. Und dann lasse ich die immer alleine nochmal so die Map durchlaufen, damit die auch auf Stufe 25 kommt. Ja, also das ist so. Ich habe jetzt auch bei Summoners War genug Kohle für eine Gilde zusammen. Ich weiß nicht, wie das hier funktioniert. Oh, guck mal hier. Zorro, schau. Ich habe 3 Katana gefunden. Wenn du deins willst, musst du meiner Piratenbande beitreten. Der Strohjunge hat meine Statue zerstört. Tötet diese Knöpfe. Alle 3 gehören mir. Ich übe Santoryu, 3 Schwerterstil. Niemand kann sich mit mir, Morgan, Beilarm messen. Nun, sterbt. Wenn ich zwischen dem Tod hier und einem Piratenleben entscheiden muss, dann werde ich Pirat. Und ich werde der stärkste Schwertkämpfer der Welt sein. So, jetzt ist aber leider das Problem, ich weiß nicht, wo der Zorro ist. Wir hatten, ich hatte vorher schon mal irgendwann den Zorro irgendwo gesehen, aber ich habe ihn noch nicht im Team. Ich muss mal gucken, ob wir den jetzt noch kriegen. Ich hätte ihn gern bei mir in der Truppe. Ja? Zorro mit 3 Schwertern. Es wäre ja nicht schlecht, einfach generell mal so auf 5 Figuren zu kommen. Da könnte dann noch Robin könnte noch dazukommen, oder? Wie heißt denn gleich der Junge mit der, der immer die Kippe im Schnorbel hat? Wie heißt er denn? Ja, ich weiß nicht. Also hier ist auch kein Zorro dabei. Wo ist denn jetzt Zorro? Können wir den irgendwann in der Taverne kaufen? Ich weiß es nicht. Vordere. Ah, alle vordere, mittlere und hintere Reihe. Wir können die also auch sortieren. Ich weiß den Grund dafür jetzt noch nicht, was es für einen Sinn hat, aber wir können es auf jeden Fall tun. Was? Das Video geht noch keine 18 Minuten. Das ist doch hier schiefgegangen. Also ich denke mal, bei 5 bin ich jetzt vielleicht. Oder habe ich mich jetzt echt schon... Habe ich jetzt schon eine Viertelstunde verlabert? Nein, ich glaube, das Problem ist, ich hatte erst Schwierigkeiten mit der Aufnahme. Ich muss bei diesem Spiel tatsächlich die Aufnahme erst starten und dann das Spiel. Ansonsten sagt er mir, ich hätte nicht mehr genug Speicher. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es am RAM liegt oder, ich weiß nicht, am Ton. Ich habe keine Ahnung. Ich habe immer die Angst, dass ich es eh nachvertonen muss nachher. Aber wenn ich es nachvertonen muss, dann muss ich das eben, dann muss ich meinen Sohn mal Minecraft zocken lassen und ich vertone nach in der Zeit. Laber hier rum. Das wäre dann wahrscheinlich so die nächste Variante. Jetzt sind wir beim Endboss. Ey, Boss. Gibt's mal eine reingebrot. Guck mal, aber die Nami, die lädt auch ganz schnell auf, nicht? Was sind denn so die besten Figuren? Weiß das schon jemand von euch? Ich finde ja, also die Grafik, mir gefällt das ganz gut. Ist natürlich
jetzt nicht so, dass man sagen muss, das ist, das haut jetzt jeden hier total vom Hocker. Aber es ist doch trotzdem, ich meine, die Figuren, man erkennt sie. Und ich war ja immer so. Ich war ja bei One Piece. Ich habe One Piece ja nur wegen Nami geschaut. Ey, muss ich ehrlich zuschauen. Ich habe One Piece nur wegen Nami. Ich habe auch Sailor Moon nur deswegen geschaut, weil die sich immer nackig umziehen. Erreiche Crew Level 5. Ach so. Was? Ich bin Nami. Ich spezialisiere mich auf Piratenschätze stehlen. Okay. Ich weiß jetzt gar nicht. Habe ich jetzt. Spiel es gerade zum zweiten Mal? Nee. Die haben jetzt eine, was hat denn der für ein komisches Gewehr? Sehr hässlich. Eine Muskete. Ich habe auch festgestellt, ich muss auch meine Final Fantasy 7 Folge nochmal neu drehen. Die ist definitiv zu laut gewesen. Da versteht man mich nicht dabei. Und ja, muss ich einfach nochmal neu drehen. Ich habe aber schon das erste Video in meine Facebook-Gruppe hochgeladen. Und da warten die Leute tatsächlich so, ey, ich habe gefragt, habt ihr Bock, macht ihr noch mit bei Final Fantasy 7 und so. Und haben die doch echt geschrieben in der Gruppe, ey, da warte ich schon lange drauf, ich dachte schon, es geht nicht mehr weiter und so. Ey, und ich habe immer gedacht, die haben alle keinen Bock mehr und habe nichts mehr hochgeladen und dachte mir, ja, die haben eh keine Lust mehr. Es ist nur so, ich brauche eine Nachfolgerin für Tifa. Das schmerzt ein wenig, es tut mir ein bisschen sehr leid, das ist schade. Aber die liebe Electric Avenue hat sich dafür entschieden, YouTube im Ganzen an den Nagel zu hängen. Und das heißt, dass sie auch aus der Rolle der Tifa aussteigen möchte. Das heißt, sie meint das nicht böse, es ist auch nichts Persönliches und das ist, aber sie macht halt ihr Ding nicht mehr mit YouTube. Und deswegen brauche ich also eine Nachfolgerin. Ich muss mal gucken, wer sich mir da anbietet, wie wir das dann machen können. Ob ich irgendwie an eine Stimme für Tifa komme. Und ansonsten mal gucken, was ich noch so habe. Ich muss dazu sagen, das Final Fantasy 7 Projekt, was ich so nebenbei, also was ich jetzt, ihr kennt das, wenn ihr jetzt durch Endless erst zu mir gekommen seid, oder jetzt vor allem vielleicht auch erst durch dieses Spiel hier zu mir kommt, dann wisst ihr das ja noch nicht. Aber Final Fantasy 7 spiele ich ja schon seit, also ich hatte eigentlich vor Weihnachten 2014 die erste Folge an den Start zu bringen. Geklappt hat es dann, glaube ich, im März 2015. Dann haben wir 6 Folgen gemacht. An Weihnachten 2015 war die 7. Folge fertig, aber dadurch, dass ich mein Telefon verkauft, das Tablet eingekauft habe, habe ich es nicht mehr zu Ende bearbeitet. Es hatten noch 2 Sätze gefehlt. Und jetzt habe ich es also geschafft, im Juni 2016 dann endlich die 7. Folge zu veröffentlichen. Und jetzt im Moment drehe ich also gerade die 8. Folge nochmal ab und ich hoffe, dass das weitergeht mit den Stimmen und mit der Synchronisierung. Einfach weil es ein total schönes Projekt ist. Ich habe das nur ein bisschen rumprobiert und ausprobiert und ich dachte mir, Alter, habe die Musik gehört und dachte mir, muss ich doch sofort direkt nochmal neu aufnehmen. Also das war mir dann echt irgendwie, das ist so und das nimmt mich einfach so mit. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier den Zorro finden und wenn nicht, dann würde ich sagen, haben wir erstmal so ein bisschen was gesehen von dem Spiel. Und du kannst mir in die Kommentare schreiben, wie das bei dir so ankommt, wie du es so findest. Ja, und dann schauen wir einfach mal, würde ich sagen. Hören wir mal rein. Ich klopp ein paar Leute hier, windelweich. Schauen wir mal. Und mal gucken, was man so für Piraten findet. Wie die Storyline so funktioniert. Wohin das ganze Spiel führt. Wie das aufgebaut ist. Wenn du mit mir befreundet sein willst, wie immer das auch gehen mag, befreunde dich mit mir. Wenn du dafür meine ID brauchst, dann muss ich die eben nochmal in die Kommentare und in die Videobeschreibung schreiben. Ich bin mir da nicht so sicher. Also ich werde die erstmal jetzt ausgrauen, meine ID, damit man die nicht so sieht. Weil ich nicht weiß, was man damit anfangen kann. Ne? Eventuell könnte man meinen Account hacken, stehlen, mir klauen, was weiß ich, mir die Dinge wegnehmen, mich bestehlen, was weiß ich. Ach, wieso wiederhole ich das eigentlich? Oh, guck mal hier. Ich bin so glücklich, dass wir einen Navigator gefunden haben für unsere Crew. Nami, kannst du mir erklären, wieso wir zu Buggy, dem Clown, gehen sollten? Ja, Sensei, hahaha, niemand kann von mir stehlen und lebend davonkommen. Achso, ja, genau, fasst hier und bringt mir die Grand Lan Seekarte. Captain Buggy, ich habe den Dieb gefasst und liefere ihn dir aus. Natürlich kannst du auch die Seekarte haben. Lass mich deiner Piratenbande beitreten. Oh, Nami, du Verräterin! Großartig, du kannst Buggys Piratenbande beitreten. Jetzt beweise mir deine Loyalität und töte deinen alten Boss mit der Buggy-Kanone.
Du hast mich ausgetrickst. Und trotzdem kämpft Nami auf meiner Seite. Das verstehe ich zwar gerade nicht. Jetzt habe ich echt gedacht, es gibt eine Wendung und Nami kämpft auf der anderen Seite und dafür kommt Zorro rein. Okay, war jetzt nicht so. Was macht denn der da für ein Humbu? Was ist das denn bitte? Oh, jetzt weiß ich gar nicht, was ich aufs Thumbnail raufbauen soll. Das ist ja der Hammer. Na gut. Was? Ruffy ist gefallen! Oh nein! Nehmen wir das halt alles mit. Ruffy ist gefallen! Das ist ja ärgerlich. Hatte ich gar nicht verstanden, dass das passieren kann, aber war ja eigentlich logisch, ne? Toll. Jetzt bin ich nur noch zu zweit. Und die laden sich auch beide nicht auf. Jetzt geht. Na doch, komm hier, löser Paul nochmal volle Pulle einen rin. Kick den da um. Was ist denn das bitte für ein. Na, aber Nami haut trotzdem rein und freut sich. Jetzt bin ich aber gespannt. Jetzt bin ich ja gespannt, was jetzt hier dabei rauskommt. Komm, sag mir das mal. Geht's weiter? Ne, es geht nicht weiter. Haben wir denn jetzt hier Aufgabe? Belohnung annehmen. Der Anfang. Oh, hier. Vollende Pirat. Preise. Dreimal das. Aha, aha. Okay. Aha, okay. Okay. Täglich. Fleisch. 60 Mal. Alles klar. Toll. Na klar. Cool. Level up. Alles klar. Bestätigen. Geht zu. So. Kein Plan. Crew. Du siehst jetzt hier, wähle deinen Helden, Ruffy. Fähigkeiten. Ah, Gam Gam Gatling. Ja, klar, na klar. Da machen wir noch die Bazooka noch gleich mit rein. Firebirds da. Ach komm, wir leveln die einfach alle mal ein Stück hoch. Thunderlands. Und dann sind wir bei Ruffy wieder angekommen. Und ich ziehe aber erstmal jetzt als nächstes die Nami ein bisschen höher. Dann bekommt die mal ein paar Dinge und dann war es das schon. Nee, noch was haben wir? Oh, haben wir noch mehr? Kriegen wir das ganz voll? Oh, wir kriegen es ganz voll! Nami kann ein Upgrade machen. Na herrlich! Tipptopp, und du siehst, was da alles hochgegangen ist, aber der Stern trotzdem nicht. Ich weiß nicht ganz genau, was da jetzt passiert ist. Okay. Kein Plan. Auf jeden Fall kann sie jetzt Dark Cloud Tempo machen. Coole haben wir. Ach, 10.000 haben wir. Hier, Lysop auch, alles grün. Na dann. Und drin damit. Oh, das war ein Fehler. Da. Dort. Und immer noch eins. Dann fehlt für Lysop nur noch eine Sache. Wanted, Lysop. Okay, so. Und Zorro kann ich rekrutieren. Zahle 1000 Berries. Ach komm, ey, da mache ich mir kein Ding. Zorro ist in meinem Team. Zorro, du bist wieder da. Bestätigen. Ich bestätige. Zorro kann von mir gleich direkt auch was. Was? Vorausgesetzt Piraten Level 2. Alles klar. Dann muss Zorro eben erstmal ein bisschen kloppen. Ja, komm. Dann gucken wir uns jetzt noch. Ach, das ist aber ja wirklich das Video schon zu lang. Aber eine Runde kloppen wir uns noch hier. Da packen wir noch den Zorro mit dazu. Und dann lassen wir mal schauen, was Zorro kann. In seinem Dreischwerter-Kampfmodus. Wir sind jetzt schon zu viert. Das ist doch ganz gut. Ach, es ist schon zu spät. Ich bin auch so müde. Merkt man, dass ich müde bin? Ich glaube, man merkt das nicht, dass ich müde bin. Ich rede immer viel. Das ist mir völlig Latte, ist das, ob ich da müde bin oder nicht müde. Was macht denn der Zorro da? Ach so, der macht einfach nur hier bam bam und dann. Alles klar. Na, mach doch. Ziehen wir erstmal mit Ruffy voll durch. Gum Gum Gatling, super Dings. Und dann den Blatt. Und dann gehen wir mit dem Zorro mal volle Pullerei. Ich will mal gucken, was Zorro macht. Okay, dann gib mal her. Hast du gesehen? Hat der voll reingezogen. Dann hier. Badaboom. Aber die jetzt zwei Fähigkeiten haben, woher kann ich denn, welche die machen? Kann ich das beeinflussen vielleicht? Ich weiß es gar nicht. Ich habe keine Idee. Aber auf jeden Fall ist es ganz witzig. Man kann, glaube ich, hier auch eine Art Gildenkampf machen. Oder gegen andere Spieler einfach antreten. Es sieht witzig aus, jedenfalls. So, wir gehen mal nach draußen zurück. Auf die Map. Piratenallianz. Erreiche Crew Level 32, um einer Allianz beizutreten. Da kann ich ein bisschen was tun. Steht noch was im Briefkasten Neues? Nischt. Ne? VIP 0, Endless Friends. Okay. Ich danke dir fürs Zuschauen.
Bis zum nächsten Mal. Bleibt mir schön gesund. Hau rein. Schreibt mir in die Kommentare, wenn es was Neues gibt. Ansonsten mach's gut und tschüss.